Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Multiplayer-Projekt Waminsko Mazurski mit dem Steffen vom Münsterland TV. Und dem Jens vom Deppen TV. Schönen guten Tag. Oder gute Nacht. Ja, wir haben auch 18 Uhr. Wir machen auch gerade sonntags die Spätaufnahme. Familiär bedingt auf beiden Seiten. Von daher passt ja schon. Besser spät als nie, ne? Richtig. Ist es auch schon hier zu mähen. Meine Wiese ist fertig gewachsen. Ja, ich bin noch am Ernten vom Körnermäus. Ja, stimmt, da warst du dran. Das fällt dir gerade auf. Position nur. Irgendwo hier vorne ging es rein, glaube ich. Ein Stück. Oh, kann er schon mal abladen jetzt hier? Dann kann er, wenn er fertig ist, kann er dann nämlich zur anderen Seite rüber. Da kann er dann nämlich Gäste runterholen bei mir. Ja, das hast du gesagt, dann kann ich Stroh pressen beim letzten Mal. Ja, genau. Aber ich habe noch ein bisschen Körnermais vor mir, glaube ich. Ah, die Hälfte vom Feld habe ich jetzt ungefähr. Ja. Oh, die Maschinen sind aber laut, obwohl ich die schon leise eingestellt hatte. Also. Ja, jetzt geht's los. Der Erntekönig. Ja. Ja, ich habe ja nur Gras. Erntekönig bist du eher. Ja, aber Gras muss ja auch schneiden und sammeln. Naja, so ist es ja nicht. So. Machen wir das mal aus. Da kommt auch ordentlich runter, so wie es aussieht. Ja, wenn du genug gedüngt hast, ja. Ja, ich glaube zwei, beziehungsweise teilweise waren die Striche jetzt drei. Von daher. Naja, oh, das sieht ganz gut aus. Ach schon. Geflügt zählt ja auch, weil ich habe ja das vorher geflügt. Ja, richtig. Das zählt mit 10% sind das, glaube ich, ne? Ja. Richtig, und pro Düngestufe 30. Ja, richtig, genau. Dass man kann seinen Ertrag verdoppeln. Ich glaube, das werde ich hier beim nächsten Mal Körnermais anpflanzen auch merken. Ja, schon allein weil geflügt ist, das macht schon viel aus. Dann wirst du mit Sicherheit mindestens zwei Düngestufen haben. So sieht's aus. Ah, bei mir ruckelt es gerade irgendwie, ich weiß nicht warum. Okay. Verlorene Frames habe ich nicht. Vielleicht spinnt auch mein Internet wieder rum heute. Okay. Na, Discord hört sich auf jeden Fall gut an. Und das Lenkrad hört sich auch flüssig an. Das glaube ich auch. So, und Umleuchte können wir auf dem Feld ausmachen. Ein paar Sandmäschungen machen, bevor wir es nachher wieder vergessen. Ich bring schon mal den Anhänger weg, dann schnappe ich mir schon mal für zwischendurch den Flug, da sonst kann ich ja gar nichts machen hier. Na, denk dran, der ist gemietet, ne? Mhm. Ja, gut so. Das wäre die Folge, wenn, ne? So.
Dann wollen wir mal. Und wenn er nicht gestorben ist, dann mäht er auch heute noch. Und ich flüge. Habe ich ja flügen. Ach stimmt, du hast ja den Helfer, der erntet. Genau, ich brauche nur zwischendurch abtanken. Ist auch ganz gut so. Sonst will ich ja gar nichts geschafft kriegen hier. Ja, das stimmt. Ach ja, ich wollte ja noch meine Safe geben, weil wir haben ja immer noch die Dings, dass hier das Problem mit den. Ich gucke nochmal rein. Ja, die ganzen verkauften Fahrzeuge, das ist alles hier. Ist wieder drin? Ja, ich habe es noch vergessen rauszulöschen. Ich muss da ins Safe Game mal rein. Und das mache ich mal heute nach der Aufnahme. Löschen wir das mal komplett, weil wir haben es ja schon, ich glaube, dreimal mittlerweile auf den Lohner gut geschrieben. Ja, der hat jetzt 1,5 Millionen, also es wäre dann irgendwann zu viel. Ja, definitiv. Dann hat er ja gar kein Interesse mehr, irgendwas zu machen. Wir müssen die auch bei Laune halten. Ja, diese Woche ist Gamescom. Ja, ich bin nicht da. Ja, ich werde Donnerstag wohl da sein und wahrscheinlich Freitag. Mal gucken. Donnerstag den ganzen Tag, Freitag wahrscheinlich nachmittags. Ja, ich habe schon gesagt, meinen Zuschauern im ETS-Video, glaube ich, dass du da sein wirst eventuell. Ja, nicht eventuell, also da schlage ich mich selber, wenn ich nicht gehe. Nee, ich wohne ja hier um die Ecke, also es ist ja keine halbe Stunde mit in der S-Bahn. Ja. Es ist halt nur die Frage, ob mal an Tickets noch kommt, aber Donnerstag dürfte es eigentlich kein Problem sein. Und eher dann Samstag oder Freitag, wo wir dann vielleicht doch noch den einen oder anderen finden muss. Ja, ich bin mal gespannt, was die anderen so machen, was die so hochladen. Ja, was an Informationen kommt, ne? Weil teilweise sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe heute schon mal nach einer Zeitschrift geguckt, wo man sich so vielleicht ein bisschen grob orientieren kann, wer wo kommt und wo ist oder so. Dass man da eventuell sich schon was rausnimmt. Ein bisschen so einen Schlachtplan machen. Ja, da sind so viele Hallen und ist dann ordentlich halt. Und dann läufst du. Die knacken dies Jahr, glaube ich, auch die Aussteller, ne? Die ist ja die Zahl, also von, ich glaube, die wollen irgendwie 1000 Aussteller oder so, habe ich gelesen. Ja. In der Nachricht. Ja, du hast halt viele kleine nachher auch in den Hallen und so. Und da, das ist für mich die interessanteren Hallen, wo so kleine Newcomer sind, sich das einfach mal damit beschäftigen und unterhalten, weißt du? Ja, das stimmt. Und von daher. So früh den Flug runtergelassen. Und dann einfach mal was Interessantes. Das ist genau wie wenn ich zur Spielemesse nach Essen fahre. Da gucke ich mir nicht so Spiele wie Monopoly an. Das kannst du in jedem Geschäft sehen, weil die überall vorstellen. Sondern eher die kleinen Newcomer, die neuen, die vielleicht gar nicht auf den deutschen Markt kommen oder sowas halt. Mein Helfer hat ein Problem, dem muss ich mal helfen. Dem Helfer helfen. Den kannst du ja mal ordentlich helfen. Warum fährt der Helfer jetzt nicht? Ich habe ihn rausgenommen. Nee, er will nicht fahren. Hast du auf das Richtige gestellt hier Ernten, Feldarbeit? Nee, er will generell nicht fahren. Achso, okay. Der Drescher lässt sich gerade nicht bewegen. Ist der voll oder was steht da? 2358 scheint nicht voll zu sein, ne? Nee, ich habe ja den Helfer rausgenommen, weil er sich nur im Kreis gedreht hat hier wegen dem Windrad. Okay. Ach, und du kannst ihn jetzt noch nicht mal fahren? Hm. Okay. Rohr ausfahren kann ich. Aber nein. ich kann ihn nicht vor und nicht zurück bewegen. Jetzt mache ich mal aus, wieder an. Jetzt geht's. Komisch. Okay. Ja, ich glaube, es ist beim Helfer so, dass du es einmal aus und wieder anmachen musst. Irgendwas war da mal. Okay, das wusste ich nicht. Ja, irgendwas war da so grob, wo du sagtest, dass du es an- und ausmachst. Ich glaube, das hat mit dem intelligenten Helfer zu tun. Den habe ich jetzt schon länger nicht mehr. Diesen erweiterten Helfer oder wie der heißt da, den
den wir drauf haben, dass der halt auch im Kreis komplett abfährt, erntet. Ja gut, den habe ich ja nicht benutzt. Ah, okay. Also Ich habe den Standardhelfer, ja. Okay. Aber vielleicht hängt das trotzdem damit zusammen. Kann sein. Wenn wir so einige Ballen rauskriegen, schön Silageballen draus machen. Können die Mapper nicht? Liebe Mapper, tut mir doch mal einen Gefallen. Wenn ihr schon eine Map baut, ne? Und ihr wisst ja alle, wie das geht. Also ich ja nicht bei meinem Mapbau, was ich so für mich so versuche, mal mit Giant zu arbeiten, dem Editor. Ich weiß ja, nicht, wie das geht, dass die Schilder wegfliegen. Aber schön wäre es, wenn ihr das mal machen würdet. Weil in Wirklichkeit fährst du so auch krumm, wenn du mit dem Drescher dagegen fährst. Ist die Frage, wie viel Rechenleistung das mehr kostet, als sie als Collie zu machen. Wahrscheinlich noch weniger ist ohne Collie, das machen ja auch viele dann. Ja, oder ohne Collie halt, ne? Da ist natürlich das andere realistischer jetzt. Ja, aber mir wäre ja schon recht, wenn sie ohne Collie wären, so ist es ja nicht. Da bleibst du nämlich manchmal so ein Zentimeter auf einmal an dem ollen Schild hängen und weißt gar nicht, hä, was ist denn jetzt kaputt? Ja. Und dann guckst du, wo ein Zentimeter am Schild und kommst nicht weg. Hat die nämlich gerade. Schlimm, schlimm, und immer diese Helfer. Ja. Ich mache natürlich alles selber hier, aber es liegt auch allein an meinem Budget. Bei auch gerade. Ich sage, es liegt aber auch an meinem Budget. 1000 habe ich noch. So, wieder am Pflügen. Sehr gut. Weiter geht's. Komm mal, es wird auch gleich voll sein. Der ist schon gelb. Ja, ja, ich weiß. Verrissen denn? Schlepper hier. Jetzt eigentlich mal ein Tier mal gucken. Irgendwie muss ich mir noch was für die Sauberkeit einfach lassen. Produktivität ist nur bei 45%. Ne, ich muss gleich erstmal meine. Ah, nee, das sind deine. Ah, das sind deine. Bei, oh, meine ist bei 90%, sehr gut. Ja, zum Saubermachen habe ich ja auch noch nichts. Sauberkeit ist bei mir 0%. Wird Zeit. Ja, ich werde es mit Frontlader machen. Ich habe ja die Zeit, auch. Ich habe ja nur eine Wiese. Frontladeranbaugerät habe ich schon, das heißt, es ist auch am günstigsten. Klein ist das Feld nicht gerade hier, das ist auch gut so. Ja. Liebe Leute, deswegen hast du es ja brauchen wir. Ja. Den Mais brauchen wir definitiv.
Den meisten sind jetzt auch überall schon von den Feldern im Real Life am runterholen. Aber alles hauptsächlich für Futter und BGA. Ja. Also Futter war es ja immer, aber weil es halt kaum noch Ertrag gibt davon mehr. Das ist wahr. Wir haben ja noch einiges am Feld. Ich glaube, die nächsten Folgen werden bei mir erstmal langweilig mit dem ganzen Fliegen. Langweiliger als Grassmähen. Ja, ich glaube doch. Okay. Ihr könnt ja hin und her schalten. Ja, ich könnte rein theoretisch den Schwarte ja dahinter machen. Das wird dann alles so krauter, weil so kann ich mich aufs Main konzentrieren. Und nachher auf Schwadern, das ist schon ordentlicher dann. Ah, ich glaube, das wäre auch ist auch einfacher dann. Da hast du mehr Überblick, ja. Ich muss hier gleich erst den Körnermaus wegholen. Das nutzt alle nichts. Der ist mit dem Weg beim Fliegen hier noch der Rest. Was die Helfer hat stehen lassen. Ja, das kannst du ja unterfliegen. Ne. Ne. So viel? Ja. Ja, okay. So viel zum Unterfliegen. Also kleinen Streifen würde ich unterfliegen, aber wenn er so viel ist, dann auch nicht natürlich. Eieiei, das Gucken, zieht sich aber auch. Ob ich vor, ich glaube 19 Uhr wird vorgespult, ne? Kann sein, ja. Ob ich vorher fertig wäre, dann habe ich direkt schon wahrscheinlich schon die nächste Wachstumsstufe. Dann kann ich direkt nochmal mähen, dann habe ich mehr Ertrag. Was ist jetzt eine Viertelstunde? Das heißt, nächste Aufnahme müsste es dann fertig sein. Ja, ich bin am Donnerstag echt gespannt aufs LS19. Ich hoffe, wir können es da anspielen. Ansonsten macht der für die gar keine Gamescom den Sinn. Ja, das ist wohl wahr, das stimmt. Ich muss gleich wieder Schmerzmittel. Ja, das ist nicht toll. Nee, das ist wirklich nicht. Dann sag doch auf Wiedersehen und nimm erstmal Schmerzmittel.
Natürlich nicht überdosieren, das ist wichtig. Und immer nur in Begleitung eurer Eltern, wenn ihr kleiner, jünger seid. Oh je. Yeah. So viel muss sein. Aber der Jens, der ist alt genug, der darf alleine. Ja, das glaube ich wohl auch. Ich kann sagen, ich habe die Hälfte meines Lebens gelebt. Aber weißt du, was voll um ist? Die Aufnahme. Unsere Sendezeit. Jo, ich sehe es gerade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen mit dem Steffen zusammen. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, was wir ändern sollen, was wir besser machen sollen. Oder auch ein paar nette Worte. Das liegt ganz an euch. Wir zwingen keinen. Auf jeden Fall sagen wir danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö. Tschüss. Tschüss.